Ein herzliches Willkommen jetzt hier zum nächsten Video. Ja, das ist nochmal ein kleines Minecraft-Video, denn ich finde es einfach mal kurz interessant, über mein Problem mit Minecraft zu sprechen. Ja, hier unten steht Modded dran. Ich kann aber jetzt schon mal so sagen, das ist kein Modpack oder ähnliches. Es ist bloß Minecraft, einmal mit Optifine und ein Shader. Denn ich wollte ursprünglich, sage ich schon mal so, habe ich auch schon mal so gesagt, ich wollte eigentlich auf dieser Welt einfach mal schauen, ob ich Minecraft mit Shader spielen kann. Denn man sieht es, wenn meine Freunde und ich einen Minecraft-Server machen, fange ich meistens immer ein Let's Play an. Das bedeutet meistens, ich lade eine begrenzte Anzahl an Folgen hoch. Ja. Und jetzt will ich einfach mal in diesem Video euch erklären, wieso das so ist. Denn Minecraft spiele ich eigentlich verdammt gerne. Ich setze liebend gern an Sachen dran und arbeite damit. Man sieht ja, ich habe ja unterschiedliche Projekte schon mal angefangen zu bauen, zu testen. Auch solche versteckten Technikeingänge. Solche Sachen liebe ich einfach zu bauen. Aber so ein Farbwechsler ist nichts Großartiges, Spezielles zum Beispiel, aber das macht mir wirklich Spaß zu bauen. Oder hier saß ich, zum Beispiel ist ein relativ Anfangsversuch zum Thema ein Haus im ägyptischen Stil zu bauen, also ähnlich im Mittelalter zum Beispiel. Hier steht einfach ein Bett. Hier sieht man ein älteres Hausbau-Idee. Oder andere Sachen. Einfach, denn Minecraft, sage ich ganz ehrlich, für mich ist Minecraft immer eins gewesen. Ich wollte in Minecraft eigentlich immer teilweise selber Sachen bauen und Sachen bauen, also einfach Sachen von anderen Leuten kopieren. Das sind meine beiden Sachen, die ich in Minecraft am liebsten mache. Denn Sachen selber entwickeln, wie zum Beispiel einen eigenen automatischen Ofen, ist viel zu aufwendig. Die meisten Konzepte findest du ja zum Beispiel schon online. Deswegen habe ich mir eigentlich immer den Auftrag genommen oder mir gesagt, ich will einfach will selber die Sachen, so gut es geht, kombinieren. Deswegen habe ich unterschiedliche Konzepte entwickelt, wie ich die Sachen verbringe. Aber das macht mir auch verdammt viel Spaß. Ich habe zum Beispiel auch schon. Ja, ich musste gerade wohl eine andere Welt aufsuchen. Und zwar, da habe ich zum Beispiel auch ein riesiges Haus gebaut. Was ich auch eigentlich verdammt interessant finde. Ja, man sieht ja noch so ein paar Bauprojekte mit einem automatischen Fahrstuhl. Wie man den Fahrstuhl für drei Etagen, also für drei unterschiedliche Etagen bauen kann. Dann auch eine kleine Eisenfarm, eine Monsterfarm, Afghanistan-Spot natürlich da oben. Und so ein Beispiel, einfach ein riesiges Haus. Das habe ich zum Beispiel auch nie gebaut. Außer hier. Ist riesig. Ich weiß. Da soll ein Skelett tun, weil es einfach hier immer noch keine Golems rumlaufen, aber. Kleiner Thronsaal. Ja, so ein bisschen Ausblick von hier oben. Hätte man ohne Probleme noch andere Sachen machen können. Auch einen eigenen Fallschacht zum Beispiel. Interessante Essenkiste wollte ich einfach mal da hinbauen. Hier oben geht es nach oben, also für mein Privatgemach zum Beispiel. Aber warum baue ich sowas nicht? Ganz das kann ich mal sagen, das kann ich auch mal beschreiben, denn ich kann Minecraft meistens nur etwa, also ich kann das nicht auf die Minute oder so genau sagen, aber ich kann Minecraft nicht lange am Stück spielen. Ich kann Minecraft höchstens nach meinem letzten Stand etwa, also wirklich nur, ich muss gerade wirklich mal nachdenken, wie viele das sind. Etwa 30 Minuten am Stück spielen, bevor ich eine Pause einlege. Also diese Tür finde ich auch genial. Und all solche Sachen. Schönes Ausbaudesign, denn dann, wenn ich Minecraft spiele, wird mir einfach schlecht. Mir wird unwohl. Es wird für mich einfach nicht schön, das zu spielen. Hier hatte ich ursprünglich den Plan, ein automatisches Lager reinzusetzen.
natürlich schon wieder ein bisschen getestet. Bin ja Größe. Alles ausgeleuchtet, ein bisschen überdimensioniert. Ich hätte auch Mobs One ausdeaktivieren können, aber wollte ich einfach nicht. Ich hier soll noch Villager Breezer. Aber das ist für mich Minecraft. Sachen experimentieren und dann einfach die Sachen dann für sich zu übersetzen. Und das liebe ich daran. Ich bin ehrlich, ich würde, wenn ich Minecraft spielen könnte, würde ich das machen. Wenn ich Minecraft, also ich ohne Problem, also in, falls ich jemals wieder Minecraft gut spielen kann, dann werde ich das machen. Dann werde ich wahrscheinlich auch mindestens ein Projekt starten, wo ich dann Minecraft mache. Wo wir dann irgendwas bauen. Weil solche Sachen würde ich lieben gerne irgendwann mal einen Singleplayer. Oder zum Beispiel habe ich jetzt auch einfach, woran ich jetzt immer wieder nebenbei sitze, will ich mir einfach zum Beispiel nebenbei eine eigene Welt erstellen, wo ich solche Sachen einfach langsam zusammensetze. Für mein Haus. Wo ich dann zum Beispiel eine eigene kleine Stadt aufbaue, wo ich wirklich alle Sachen kombiniere. Alle möglichen automatischen Farben in ein großes System verknüpfe. Das sind alle solche Sachen, die ich immer so nebenbei mache. Teppich-Duplikator. Ja, ich habe ja überall komische Sachen rumstehen, die ich mal ein bisschen experimentiere. Ich habe sogar eine Kuppel, die ich schon mal gebaut habe. Gibt es auch hier. So, Teleport. Ja, geht's zum Meer. Sieht jemand hier unten? Guck mal dann hier wieder zurück. Und der Beacon funktioniert. Weil dann würde ich dann wieder hier hin porten. Ja, das sind solche Sachen, an die ich immer wieder arbeite. Das macht mir wirklich auch wie großen Spaß. Ich hätte mir auch einen Trank geben können gerade. Aber so ein Wasser. Ich auch irgendwann mal gerne Lust zu bauen. Aber, wie schon gesagt, ich habe das Problem, ich kann es einfach nicht selbst spielen. Lange Zeit. Ich merke schon nebenbei, wie mehr wir langsam werde ich immer wieder schlecht wird. Und das ist einfach für mich das große Problem. Ich würde so gerne jetzt einfach hier auch so solche Sachen bauen. Mit euch solche Sachen genießen. Minecraft oder so. Aber ich kann es nicht. Und das finde ich so ein bisschen traurig, weil für mich ist Minecraft ein wunderschönes, fantastisches Spiel. Ich würde so liebend gern hier einfach Sachen bauen oder einfach Minecraft normal im Survival im Singleplayer spielen. Einfach mit meinen Freunden wie auf dieser Welt und euch immer wieder die Eindrücke zu zeigen. Einfach ein schönes Haus bauen. Einfach einen schönen Garten bauen. Und dann einfach, keine Ahnung, welche kleinen, noch einfach so ein paar kleine Sachen aus dem Garten bauen, die einfach nur so ein bisschen einfach schön, also ein bisschen Redstone-Technik, die das so schön aussieht. Ja, solche Sachen einfach. Es sind wirklich für mich ist Minecraft eine wunderschöne, wirklich eine mag ich einfach wirklich. Das Ding habe ich zum Beispiel gebaut. Die automatische Bambusfarm. Genau so. Ja, der Teil, der hier unten drunter ist, den habe ich nicht gebaut. Den kann ich jetzt trotzdem zeigen, weil der ist einfach nur ein bisschen einfach kreativ. OP. Haben wir ein Bambusschild? Ist eine andere Frage. Ich muss gerade überlegen. Ah, ich weiß, wo der Eingang ist. Ja, ich muss gerade schauen, weil hier ist der Eingang. Ich war ein bisschen krank. Das ganze Lager ist beinahe voll, wirklich mit, also das sollte eigentlich voll mit Bambus sein. Falls ich meinen Ofen anschmeiße, dass ich genug Bambus habe, um das durchzuschmelzen. Das ist einfach wirklich für mich, solche Sachen, ich liebe an solchen Sachen zu arbeiten. Die Sachen auch, verschiedene Schaltungen da noch einzubauen. Ich sage es nicht noch, kann mich wieder wiederholen. Ich liebe es als eigentlich eigene Sachen, also Projekte oder also Konzeptideen von anderen Leuten zu kopieren und die dann einfach mit meinen Ideen zu verschmelzen. Zum Beispiel, dass man auch an manchen Stellen auch einfach, wenn, wir haben wir kurz beschriftet, weil dass man zum Beispiel für manche Sachen einfach wirklich Sachen stehen hat. Dass man wirklich, also nicht, dass man da nicht Sachen stehen hat, sondern, was würde ich sagen, scheiße. Dass man wirklich auch Sachen einfach optimiert.
Ah, da ist sogar die Testtür, die ich gebaut habe. Von meinem anderen Haus. Glaube ich. Das ist die, glaube ich. Auch unfertig, aber... Ach, was wollte ich, wie ich sagen? Dammit. Für mich ist Minecraft wirklich eine Liebe. Ich wünschte, ich könnte es länger spielen und euch mit euch zeigen und euch einfach wie die Wunderschönheit, die ich auch empfinde. Ja, einem Splitter, der glaubt gerade nicht funktioniert. Aber, weil, ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich würde liebend gern solche Sachen auch dann alle begehbar mal machen. Solche, diese Wassertransportwege baue ich eigentlich alle, habe ich ja schon gemacht. Mal alle sind irgendwie miteinander begehbar, dass man alles abgeben kann und kontrollieren kann. Ich mag auch dieses teilweise verschachtelte, wo man auch zum Beispiel mal Wege hat, wo man lang gehen kann. Dann habe ich auch noch einen. Für mich ist das einfach... Die Kiste ist... Ich weiß es wirklich gar nicht. Weil die Welt ist ja schon ein bisschen älter, deswegen bin ich gerade überlegt. Da muss ich mir, glaube ich, auch nochmal eine Beschriftung machen. Aber wirklich, überall würden auch Items langfliegen. Und das ist für mich das aktuelle Problem mit Minecraft. Ich verfolge Minecraft also immer wieder. Ja, ich spiele das nicht täglich oder so, aber ich bleibe auf dem Laufenden und ich will eigentlich Minecraft so gerne spielen. Wie es. Weil wirklich, das ist für mich einfach auch wie großer Spaß. Ja, der Spaß wird von mir wirklich, also ganz ehrlich, eingedämpft durch Sachen mit Übelkeit. Dagegen kann ich nichts machen. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber die sind immer halt wirklich nicht schön. Deswegen sage ich, die mache ich nicht. Die will ich nicht einfach für Zocken nehmen. Ein kleines Häuschen, was ich mir mal gebaut habe. Ja, Mann. Ich weiß, woher das Haus kommt. Ach, aber es ist wirklich so. Minecraft ist für mich eigentlich eines der schönsten Spiele. Das steht bei mir auch weit oben in meiner Top-Liste der Spiele, die ich mag. Die ich auch mal weiterspielen will. Aber es ist einfach wirklich für mich schwer möglich ist, denn wie viele habe ich Minecraft Singleplayer schon mal gespielt? Nicht weit einfach. Seitdem ich das Problem mit der Übelkeit habe, kann ich Minecraft immer schlecht spielen. Aber ansonsten würde ich jetzt garantiert viel mehr spielen und extrem weiter mich an solchen Sachen beteiligen, über Projekte oder so. Auch einfach mal Stadttouren machen, aber für mich ist es einfach wirklich einfach ein großes Problem. Da war die falsche Kiste. Ja, man hört ja dieses Klacken, aber. Man sieht hier oben schon die Items und man sollte auch bald sehen, wie der Bambus dann reingeht. Ja, und hier die Input-Wege immer halt. Ich liebe auch sowas, einfach so Item-Fahrstühle, einfach so meine Items langfliegen lässt. Das ganze System ist auch sowas von mir gebaut. Da soll noch einen zweiten Input für die Kiste drin. Dass das hier auch aufgeteilt wird. Ofen müsst ihr nicht gleich anspringen. Seid denn ihr. Ah! Kann ich anspringen, hier sind die Minecarts ausgebackt. Kann ich euch das jetzt nicht zeigen, schade. Aber eigentlich würden dann hier Sachen reingehen und. Ich nehme jetzt einfach mal. Ja, man hört immer nur dieses Klacken, aber das ist dann immer halt normal. Wird dann ausgehen, sobald es. Ja, fertig ist. Baked Potatoes. Ja, Shader, also ich habe auch schon unterschiedliche Sachen ausprobiert. Er sollte eigentlich gleich auf, also sollte eigentlich die Sachen immer rausziehen. Ja. Wenn man, also bei dem System, normal wird es eigentlich ins Lager direkt importiert. Es sei denn, man will es nicht im Lager haben. Jetzt wird es im Lager importiert, das ich schematisch da gebaut habe. Und sollten dann die Sachen eingesammelt werden. Cleanstone zum Beispiel. Potatoes. Ist so ein
verdammt voll, weil ich halt auch hier eine automatische Farm hatte. Cap auch, aber wegen den ganzen Testzyklen. Meine Tomaten. Andere Sachen, die ich auch einfach schon mal so durchgeschickt habe. Aber ich sage jetzt ganz ehrlich, ich hoffe, dieser Einblick hat euch ein bisschen verdeutlicht, was mein Problem mit Minecraft ist. Ich würde es euch liebend gern mehr präsentieren oder auch wenn ich mit Freunden spiele, aber es ist für mich möglich. Ja, manche Leute werden jetzt auch, unter diesem Video war ich auch ganz ehrlich, da kenne ich schon, glaube ich, einen, der das machen wird, aber ich sage ganz ehrlich, für dumme Kommentare werde ich ganz ehrlich in diesem Fall auch einfach die einfach auch blockieren, weil das ist ehrlich. Für mich ist es einfach nur schwer möglich, das auch mal Minecraft so genießen. Es macht mir riesigen Spaß. Ich würde es lieben gerne mehr machen, an solchen Sachen arbeiten, zu entwickeln, aber ich kann es nicht. Ich spiele aktuell Minecraft seit etwa 20 Minuten und mir geht es einfach gerade scheiße. Sei ganz ehrlich. Ich könnte jetzt noch weitere 10 Minuten etwa machen, aber dann muss ich wieder eine Pause einlegen für eine halbe Stunde oder so. Und das auf der Dauer macht keinen Spaß. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, so gesehen, was ich so in Minecraft noch endlich vorhabe zu bauen. Weil ich will wirklich auch in Minecraft gerne mal Schulen bauen, ja, Garten und solche Sachen. Denn daran habe ich auch eigentlich meine Freude. Sobald ich ein schönes Haus habe mit ein bisschen Technik, das ist meine andere Vorliebe. So eine schöne kleine Stadt zu haben, schöne Gärten, das wäre ein Träumchen. Aber für mich wäre das erstmal gewesen. Ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich muss mich jetzt an die nächste Klausurvorbereitung setzen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald und tschüss.